So, dann können wir auch mal reingehen und schauen, was wir jetzt genau hier wo machen. Beziehungsweise funktioniert das jetzt? Endlich funktioniert das. So, Treppen. Raus. Mengenholz, dunkler Hiat, dunkles Holz. Dann Geländer, weißes Holz. Papilli, Wengenholz, dunkler Kiat. Farbe rot, weiß, schwarz, alles blau. Boah, wir nehmen rot. Details, dunkles Holz. Hier, Wengenholz, dunkler Kiat. Hier haben wir dunkles Holz, dunkler Kiat. Metall, Gold, Silber, schwarz. Ne, wir nehmen das. Endlich funktioniert das mit dem Erneuern. Weiß nicht, woran das letzte Mal lag. Aber wir konnten das das letzte Mal irgendwie nicht ändern. So. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Raum. Dann hier haben wir ein Badezimmer. So, was haben wir denn da? Hier war die Küche, genau. Mit Vorratskammer. So, dann haben wir hier. Genau, hier wird das Esszimmer. Ja. Ich würde sagen, wir fangen mit der Küche an. So. Möbel. Küche. Was haben wir hier nochmal? Aussatztheke. Die Dinger brauchen wir auch. Auf jeden Fall viel Speisekammer. Dann kalte Mahagoni. Können wir hier reinzoomen? Ne. Das nur so sehen. Hier haben wir dunkler Kiat. Buche Schoko. Graue Buche. Zeder. Fichte. Dunkle Buche. Amerikanische Ulme, Kirschbaum, Bengenholz, schwarzes Holz, graues Holz, Sapeli. Ich denke dunkel, ne? Buche Schoko gefällt mir mehr. Wir dann die Dinger hier hinten ballern. Naja, wir nehmen anderen, bisschen höheren oder so. Vielleicht den. Buche Schoko. Ja, das sieht mehr danach aus. Hier gehört eins. So. Kann da auch noch mal einer hin. Eins. Und so. Und drei. Und vier. Jo. Das ist hier gut. Gibt es den bestimmt auch noch mal in schmal. Hier hoch und schmal. Schoko. Hier. In der Höhe müsste es genau passend sein. Ja. Apfelraum, 7 Quadratmeter. Nice, den haben wir schon mal. Lass ich aber trotzdem mal offen wegen Licht. Brauchen wir ja. Komplettküche in T-Form. Grau, orangener Marmor. Okay. Irgendwie nicht was Edleres oder so. Wir nehmen das dann hier. Baum, dunkle Buche, dunkle Klische, helles Holz. Dann würde ich sagen, Baum,
Hier Schokobuche und Metall nehmen wir Gold. Die müssen hier ja auf jeden Fall protzen. Das ist wichtig. Genau, das muss dann. Wird da hin? Ja. Genau, das ist jetzt genau da angelehnt. So. Und hier. Ja, wegen Fenster, okay, bisschen doof, aber naja, ist jetzt auch egal. Dann warte, Herdplatte und so, haben die hier? Ne? Dann würde ich sagen, stehende Küchensets. Warte, was war denn das, was wir jetzt genommen hatten? Das war ja der hier, komplettes komplette Küche in T-Form mit Herd und Spülbecken. Stehende Küchensets. Wir brauchen jetzt so was Ähnliches nochmal. Hoffentlich finden wir das auch. Brauchen aber eins mit Ofen. Ja, Ofen haben wir eigentlich schon, aber mit zwei Ofen. Der hier hat auch zwei Ofen. Der hat sogar noch eine Spülmaschine. Und die eine Spülmaschine? Warte mal. Hoppla. Sieht nicht irgendwo nach einer Spülmaschine aus. Nö. Ich brauche noch einen Geschirrspüler, Entschuldigung. Ich spiele doch Spülmaschinen nennt man die. Ansonsten, würde ich sagen, das hier hat sogar, glaube ich, einen Kühlschrank, einen Ofen. So, was haben wir hier? Da können wir noch mal verschneit nehmen, aber ich glaube, wir brauchen den in hier in dunkel. Dunkelbraun, braun, dunkelrot. Ach hier, braun. Spricht mich gar nicht an. Vielleicht eher den. Dunkle Buche. Dann nehmen wir dunkle Buche. Hier verschneit, das passt schon mal gut. Türen. Auch dunkle Buche, Griffe, Gold, Metall, Gold, Glas, dunkel, dunkel, Schublade. So, nehmen wir nochmal den. Kommt dann hier nochmal hin. So. Hat der hier. Nein, 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 hat er nicht. Passt auch sehr gut wegen der Tür. Und packen wir den vielleicht doch besser eher hier an die Ecke. So, ja. Dann haben wir hier noch mal einen Ofen, zwei Ofen. Ja. Dann Funktionsschränke. Eine elektronische Ausrüstung. Kühlschränke.
glaube Kühlschrank. Brown? Nee. Sieht zwar geil aus, aber der sieht auch nice aus. Holz. Brasilianische Walnuss. Braune Buche. Buche Schoko. Dunkle Buche. Schoko Buche. Buche Schoko. Schoko Buche. Rippe in Gold. Dann packen wir den hier hin. Kühlschrank. Stellen wir den auch mal ein bisschen anders um. Kann man den vielleicht eher hier so hinstellen? Ne, was? Die Seite ist ja im Grunde wie die Wand. Stellen wir den hier ein bisschen weiter mittig. Ja, so. Ja, ich bin nicht so ganz glücklich damit, aber egal. So. Dann Wochen angeht, haben wir hier noch so einiges. Der Kühlschrank waren wir schon, dann hier. Spülmaschine da. Dunkel, hell, weiß, schwarz. Und teils schwarz, helles Grau, hell, dunkel, weiß. Das nehmen wir dunkel. Dann haben die hier noch ein. Da gibt es einen größer. Spülmaschine. Welle, Kaffeemaschine, Toaster. Nee. Das ist die beste. Die ist die beste. Packen wir den dann hier hin. Mikrowelle, die nicht im Cyberpunk-Stil ist. Ah. Die lassen wir so. Die packen wir nicht hier hin, sondern hier hin. Ja. Dann ein Toaster, eine Kaffeemaschine. Kaffeemaschine ist sehr wichtig. Kaffeemaschine packen wir hier hin. So. Und ein Toaster. Packen wir so nah am Kühlschrank wie möglich. Dann brauchen wir von hier nichts mehr. Nö. Funktionsschränke. Nee, die brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Dann brauchen wir, machen wir mit dem Esszimmer weiter. Maler, dunkler Tisch, Revim. Nee, den will ich in Breit haben. Wenn die den in Breit haben, dann nehme ich wohl den. Oder der aus Marmor. Schwarzer Granit. Und hier Gold. Den nehmen wir fürs Esszimmer hier. So. Nice. Dann Stühle. So, dann nehmen wir. Wir nehmen die hier.
Holz nehmen wir. Lackiert. Steinblumen. Boah, das sieht edel aus, meiner Meinung nach. Eins. Wo? Drei. Vier. Fünf. Und sechs. Wo ist denn das bitte im Flur? Das hier ist kein Flur. Das große Küche. Ja. Abstellraum. Aber wo ist denn das für den Flur? So, ich brauche mehr was vom Thema Esszimmer hier wahrscheinlich. Oder Barstühle. Keine Ahnung. Ich glaube, die Dinger sehen edel aus. Rot, schwarz. Ich glaube, blau-gold würde das in der Küche gut aussehen, hier an dem Ding. Eins, oh. Zwei. Hoppla, den können wir mehr hier hin. Aber warum erkennt er das nicht als Esszimmer an? Ich weiß es nicht. Das ist definitiv der Flur. So, das ist ein Schlafzimmer. Und das hier ist das große Wohnzimmer. Hier wollen wir auf jeden Fall einen Kamin haben. Aber wir fangen zuerst mit dem Bad hier an. Ein paar Anschlüsse machen. Anschlüsse. Leitungsanschluss hängendes WC. Den brauchen wir auf jeden Fall. Den machen wir hier. Dann wollen wir noch Installation. Vertikales Heizungs-Sanitärsystem. Leitungsanschluss. Ja, Installation der Klimaanlage. Duschinstallation. Genau, wir wollen hier eine Dusche haben. Dusche packen wir am besten hier hin. Ja. Dann wollen wir dort noch eine Badewanne haben. Genau, hier. Nee, vielleicht doch lieber da. Ja. So. Waschmaschine wollen wir jetzt nicht hier unten haben. Oder doch, Waschmaschine hier. Hier kommt eine Waschmaschine hin. Waschmaschine kommt dahin. Dann brauchen wir hier noch Spüle zum Händewaschen. Kommt dahin. Und dann brauchen wir hier Handtuchheizkörper. Den packen wir erstmal dahin. So. Heizung. Den machen wir schon mal. Dahin. So. Müssen wir das alles noch aufdrehen hier. So, und das hier auch noch aufdrehen. Und Badewanne auch noch aufdrehen. So. Dann suchen wir mal Badezimmer, Bäder und Duschen. Grau, grau, helles Grau, dunkelblau, hellblau, Türkis, dunkelrot und Metall nehmen wir Gold. Nehmen wir das hier in Schwarz. So, müssen wir noch.
Notieren. Nice. Badewanne mit Whirlpool-Funktion. Ach, hier habe ich noch was vergessen aufzudrehen. Dann brauchen wir noch eine Dusche. Würde sagen, eher so eine in der Art, oder so eine. Ich glaube, so eine macht Sinn. Boah. Joa. Und hier dann noch Klo. So, hängende Toilette, Fett. Die einzige hängende Toilette hier. Grundlage schwarz. Primärfarbe schwarz. Werden die Primärfarbe? Wo ist denn die? Das hier jetzt. Alles weißes. Das da oben oder wie? Dann will ich das so eher so nehmen. Hier wollen wir ein bisschen Platz haben. So. Ja. Das passt mir sehr gut hier rein. Dann wollen wir so einen ähnlichen Waschbecken haben, eine ähnliche Spüle. So was, das sieht sehr edel aus, finde ich. Was wollen wir denn hell haben? Neid, ja. Und hier Gold. So. Sieht optimal aus. Das würde es wirklich, das sieht sehr einheitlich aus. Dann brauchen wir noch eine Waschmaschine. So, Einbauwaschmaschine. So. Das packen wir dann hier. Ups. Ja. Das wird richtig schön sein, das hier aufzubauen. Waschmaschine ist immer schön. Weil man oft nicht weiß, wo man klicken muss, wenn man dies hier, diese große Platte da haben will. So, und das war's. Das hier haben wir dann fürs Erste. Und wir gehen nach oben und machen das in den anderen Badezimmern auch nochmal. Du gehst mal zu. Ist das hier jetzt ein Esszimmer? Oh, noch ein Flur. Warum sieht er dich als Flur? Du bist kein Flur, du bist ein Esszimmer. So, oben haben wir auf jeden Fall noch zwei Badezimmer irgendwo. Hier eins. Ja. Genau. Und bei denen haben wir hier einen Wandschrank. Aber hier noch eins, ein großes. Da würde dann so ein Whirlpool Badewanne auch sehr geil aussehen. Bei denen haben wir da auch noch eins.
Ne, die haben keinen. Dann machen wir hier eben. Hier brauchen wir nur einen kleinen. So, Anschlüsse, Installation. So. Hängende Toilette, ja. Das machen wir da dran. Und Waschbecken machen wir dann hier. Ne. Hier. Duschinstallation. Ja, machen wir. Ah, machen wir dann doch eher hier. Und dann Waschbecken. So, Waschbecken, Spüle, Spüle, da. So. Hierbei kürzlich gekauft. Da haben wir das hier genommen. Da. Ja. Ja. So, dann hier aufdrehen. So, die Spüle. Weiß, alles weiß, verschneit, genau, und hier Gold. So. Und so, das dran, das dran, das und das. Und Brushy, auch nice. Und hier auch aufdrehen, aufdrehen und aufdrehen. So, dann machen wir hier aber Badezimmer, ne? Auch Badezimmer-Armaturen, Bäder und Duschen. Was nehmen wir hier? Nehmen wir na schon eher dann sowas. So, ja. Dran, 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 dran. Und die beiden hier auch noch. Ja, so. Ah, oh, nice, die haben Lichter. Dann hätten wir es hier auch. Und dann ab zu den Eltern. Hier. Im großen Badezimmer. So. Die brauchen erstmal auch Anschlüsse. Installation, ja, genau. Ein hängendes WC. Machen wir hier. An der Ecke. Dann für Dusche machen wir hier. So, dort für Badewanne. Wo haben wir ba Badewanne? So. Dann brauchen wir hier noch eine Waschmaschine, Spüle. Da machen wir hier zwei Stück, eins und zwei. Können die direkt voneinander? Ein Handtuchhalter für Metallskörper. Machen wir eins da. Und noch eins hier. So, dann brauchen wir hier noch. Da brauchen wir noch Waschmaschinen, brauchen wir nicht hier. Das hier machen wir später alles. So, dann brauchen wir
Erstmal WC. So, Toiletten. Da haben wir den. Alles weiß, genau, und sonst auch alles weiß. So, hier montieren. Dann. Ja. Dann aufdrehen. Ja, und da hatten wir. Was hatten wir genommen? Den. Altes, nein, hier verschneit und Gold. Den machen wir. Ah, muss ich den erstmal wegmachen. Jetzt kann ich den nehmen. So. Dann machen wir den erstmal dran. Direkt daneben die andere Spüle. Spüle, ja. Kommt er hier aufdrehen. So. Da haben wir den wieder. Er schneidet Gold. Und der kommt direkt da dran. Ja. Ja. So gefällt mir das schon mehr. Sieht schon nice aus. Dann wollen wir hier die Dusche, die Badewanne abmontieren. So. Das hatten wir uns hier geholt gehabt. Bäder und Duschen. Den hier. Hier ein Dings und hier ein Gold. Würde der da reinpassen? Sagen wir so. Ja, ja. Oh, der passt perfekt in die Nische rein hier. Oh, optimal. Das ist ja richtig nice. Und dann hier noch das hier aufdrehen. So. So. Und dann noch diese Dusche hier wieder. Die stellen wir hier so hin. Ja. So, dann fehlt hier noch Heizkörper, Anschlüsse, Heizung. Der hier. So, montieren. Und hier auch noch mal. Den machen wir so. Ich bin schon jetzt in dieses Bad verliebt. Müssen wir nur noch richtig edle Lampen hierfür holen. So. Sonst Badezimmer hätten wir nicht noch mehr.